Begrüßen Sie die Podiumkür auf der HSV-Schulbühne von Alfred Neugebauer. Wie bist du eigentlich zu Bodybuilding gekommen und wann hast du begonnen? Ich bin vor rund 7 Jahren zum Training gekommen, zu Bodybuilding, und zwar über Martial Art, das ist eine Art von Kung Fu, in dem ich mich nicht sehr gut bewähren konnte, weil ich sehr leicht und sehr dünn war. Ich war damals 1,83 Meter groß und hatte 60 Kilo. Wie sieht das heute aus mit deinem Körpergewicht? So 3 cm bin ich noch gewachsen. Habe so 115, 117 Kilo. Und wie wird das sein in Wettkampfform ungefähr? Ja, hoffentlich so viel wie möglich, aber ich schätze so 108. 108 Kilo, also verstehen Sie von mir, dann der 108 Kilo in dieser Zeit reine Muskelmasse auftrainiert, mit Handeltraining, gezielter Ernährung. Und was waren bisher seine größten Erfolge im Inland und international? Ja, in Österreich habe ich 3-mal die Staatsmeisterschaften gewonnen. Aber eigentlich war der größte Erfolg nicht im Bodybuilding, sondern im Kraft-3-Kampf. Da wurde ich voriges Jahr Junioren-Vize-Weltmeister. Und welche Leistungen hast du da gebracht? Ich halte so, glaube ich, noch immer inoffiziell den Junioren-Weltrekord im Bankdrücken mit 215,5 Kilo. Kniebein ist mein bestes 300 und Kreuzheben 310 Kilo. Und deine nächste Meisterschaft wird ja die Weltmeisterschaft in Tokio sein. Wann findet die statt? Die Weltmeisterschaft in Tokio findet am 27. Oktober statt. Und wie sind deine Chancen? Was denkst du? Naja, im Vorhinein ist es immer schwer zu sagen, aber ich hoffe, dass ich über die ersten 3 kommen kann. Das wäre fantastisch für Österreich, einen unter die ersten 3 zu haben. Ich danke den Alfred für das kleine Interview und wir möchten Ihnen alles Gute für Tokio, für die WM wünschen und vielleicht kann er uns noch einige Posen kurz zeigen. Dankeschön. Thank you.